Hi, hier ist Philipp von Nerdfallmedizin. Ihr kennt das sicher. Konfliktgespräche mit Kollegen, das ist nichts Einfaches. Wenn zum Beispiel mal ein Einsatz schiefgelaufen ist und ihr habt Wut im Bauch, weil ihr denkt, das hat der Kollege vergeigt, dann sollte man das Gespräch schnell führen. Und es gibt ein paar Tipps und Tricks, glaube ich, wie man das Ganze gut über die Bühne bringt. Zuallererst die Gesprächsstruktur. Wie baut ihr das Ganze auf? Anfangen sollte man immer mit dem, was gut gelaufen ist, womit man zufrieden ist. Dann kommt man zu dem, was bleiben kann, wie es ist. Und zuletzt baut man dann die Kritik im Gespräch ein. Ein Beispiel zum Beispiel wäre: Hey du, beim letzten Patienten fand ich es echt super, wie schnell du die Vitalparameter beim Patienten erhoben hast. Das läuft bei dir immer zack, zack. Ich finde es wichtig, dass wir auch weiterhin das ABCDE-Schema wie gehabt so durchziehen. Das ist eine super Sache, wie wir das da so machen. Allerdings war der letzte Patient ja unklar bewusstlos. Und da, finde ich, ist die BZ-Messung ziemlich wichtig. Und das kam mir beim letzten Patienten etwas zu spät. Und ich fände es super, wenn du das nächste Mal schneller dran denken könntest. Das wäre so ein Beispiel, wie man so ein Gespräch strukturieren könnte. Jetzt ein relativ kurzes und einfaches Beispiel. Wie sollte man das Ganze denn formulieren? Gibt es da ein paar Sachen, auf die man achten sollte? Und da gibt es so den Grundsatz der konstruktiven Ich-Botschaft. Was bedeutet das nun wieder? Um den anderen nicht anzuklagen, sollte man nicht sagen: Hey, du hast vergessen, den BZ zu messen. Du bist schlecht oder deine fachliche Kompetenz reicht nicht aus, sondern das Ganze immer aus der eigenen Perspektive beleuchten. Dass man zum Beispiel sagt: Ich finde es ganz wichtig, dass bei dem Patienten schnell der Blutzucker gemessen wird und würde mir wünschen, wenn es beim nächsten Mal etwas schneller gehen würde. Mir ist aufgefallen, dass du so und so und so und so. Warum ist das so wichtig? Weil wir dadurch den anderen nicht anklagen und in die Ecke drängen, sondern weil wir ihm die Möglichkeit geben, unsere Sicht der Dinge zu reflektieren und seine eigene Sicht der Dinge darauf zu erwidern. Also zum Beispiel kann euer Gegenüber dann sagen: Ja, das macht Sinn, du hast auch vollkommen recht, sachlich. Weißt du, ich war in der Situation vollkommen woanders mit meinem Kopf und hätte mir gewünscht, dass du mir kurz so einen Anhaltspunkt gibst und sagst: Hey, denk doch an den BZ. Und so kann man das Ganze dann im Dialog auch lösen und ihr gebt dem anderen aber auf jeden Fall die Möglichkeit, eben sich nochmal dazu zu äußern und klagt nicht nur an, denn das ist häufig einfach verletzend und man erreicht nicht viel. Zuletzt gibt es noch so ein paar allgemeine Dinge, die man immer beachten sollte. Erstens, ein Konfliktgespräch sollte immer zeitnah geführt werden. Man sollte auf gar keinen Fall länger damit warten, sprich, wenn der Einsatz gerade abgelaufen ist, euch stört gerade etwas, dann nicht lang warten, schnell umsetzen. Dann, ganz wichtig, das Problem immer klar in der Sache benennen, aber wertschätzend im Ton sein. Das heißt, ihr bringt sachlich euer Problem schnell rüber, seid dabei aber nicht anklagend oder irgendwie verletzend. Und dazu gehört eben aber auch, dass man über den Konflikt nicht mit anderen spricht. Denn es ist immer blöd, wenn ein Einsatz blöd gelaufen ist und ihr habt bereits der gesamten Rettungswache oder der kompletten Notaufnahme erzählt, wie sehr ihr euch über den Kollegen geärgert habt, und stellt den Kollegen selbst dann erst am nächsten Tag zur Rede. Das ist also ganz wichtig. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was damit auf den Weg geben können. Mich würde sehr interessieren, was ihr dazu denkt, wie ihr dazu steht. Vielleicht gebt ihr mir ein bisschen Feedback. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal bei Nerdfallmedizin.